Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Upper Floor Capital zu einem neuen Video. Heute wollen wir uns mal ganz kurz und knackig angucken, was denn bei dieser ganzen Geschichte von Nvidia und ARM im Busch ist. Vorneweg zum Kontext aber drei Geschichten. Und zwar die erste, wir bewegen uns immer noch im Umfeld der Berichtssaison. Das bedeutet, sehr, sehr viele Unternehmen stellen ihre Quartalszahlen, Berichte und Ausblicke vor. Darunter auch AMD, Qualcomm, Micron Technology und so weiter. Ganz viele Chip-Hersteller und Designer. Und die haben Umsätze jenseits von Gut und Böse, was eben nochmal diese ganze Nachfrage nach Chips unterstreicht. Dann Hand in Hand damit sind wir immer noch im Umfeld der Global Chip Shortage, also der globalen Prozessorenknappheit. In jedem Bereich fehlen die Prozessoren oder die Lieferketten und Preise gehen durch die Decke. Ob es jetzt ganz normale Tower-PCs sind, Laptops oder eben auch Autoindustrie und so weiter. Sehr, sehr hohe Nachfrage und die Investitionen und so weiter werden da eben sehr, sehr hoch gefahren. Und dann haben wir ja auch noch Nvidia, die erst kürzlich einen Aktiensplit hatten, wie ich ja auch berichtet hatte. Und normalerweise tendieren Unternehmen dazu, wie wir auch bei Apple oder Tesla im letzten Jahr gesehen haben, dass man hier dann einfach mal so um 20% so ungefähr einbricht, da man hier eben auch einen großen Run-Up eben durch diese ganze Ankündigung und so weiter hatte. Allerdings sehen wir eben auch wieder, was für eine Power in diesem Chipsektor ist. Wir sind hier nicht mal 11% runtergelaufen und jetzt ist das Ganze schon wieder am Hochlaufen, beziehungsweise jetzt sind wir 1%, knapp 1,5% unter Allzeithochs. Also hier ist wirklich enorme Power in diesem ganzen Sektor drinne. Und Nvidia hat auch noch die große, große Akquisition vor Augen. Und zwar hatte man Anfang des Jahres, beziehungsweise Ende letzten Jahres angekündigt, für 40 Milliarden Dollar ARM, ein Technologie- beziehungsweise Chip-Konzern aus Japan zu übernehmen, die im großen anteiligen Besitz von Softbank sind. Also Softbank hat große Anteile von ARM. Softbank hatte schon zugestimmt und Nvidia hat sich dann eben in einer super Position gesehen, eben mit dieser ganzen ARM-Technologie sich nochmal breiter zu diversifizieren, das Ganze auch in anderen Sparten zu nutzen, beziehungsweise das Know-how von Nvidia und ARM eben zusammenzulegen und eben das Wachstum und einen Superkonzern eben aufzubauen, beziehungsweise auszubauen. Allerdings, wenn wir uns jetzt mal im Umfeld auch nochmal angucken, was Apple mit Apple Silicon und diesen ganzen ARM-Chips in den Apple iPhone 12 geleistet hat und wie dort diese Umsätze explodieren, dann kann man sich schon vorstellen, dass dort der ein oder andere Veto vorgelegt wird und so ist es dann eben auch passiert. Und zwar, als erstes hatte sich Qualcomm dagegen gestellt, dann hatten wir auch Google und Microsoft, die sich eben dagegen gestellt hatten und meinten, wenn das Ganze durchkommt, ist es sehr, sehr schade für die gesamte Chip-Industrie. Da man hier eben sieht, dass die Lieferketten und Diversifikation auf der gesamten Welt eben enorm wichtig ist und man dann eben mehrere Anlaufstellen braucht und so weiter. Und wenn das Ganze dann in einem Haus quasi passiert, könnte das zu Schwierigkeiten kommen. Und auch nochmal von den anderen Wettbewerbern bzw. von den Markt-Authorities, also von den Kartellbehörden und so weiter. Von China wurde das zum Beispiel kritisiert bzw. wurde dort ein Veto eingelegt, was man sich natürlich hätte denken können durch diese ganzen Spannungen zwischen China und den USA. Allerdings begründet man das hier auch meiner Meinung nach gerechtfertigt, dass eben Huawei und ZTE große, große Empfänger, sage ich jetzt einfach mal, sind von Produkten von ARM, das heißt Lizenzprodukte bzw. generell Produkte werden von diesen Unternehmen für ihre Mobiltelefone, für ihre Technik eben bezogen und eingebaut. Und wenn das Ganze jetzt an den Konzern von Nvidia geht, dann haben die natürlich eine super Machtposition, können die Preise nach oben treiben, können irgendwelche Liefereinschränkungen, Sanktionen oder sowas hier auch nochmal besser durchsetzen gegen China, was man ja auch in dem Handelskrieg eben gesehen hat. Das heißt, hier hat man auf jeden Fall gerechtfertigte Bedenken. Und überraschend kam jetzt eben auch Widerstand aus Großbritannien, hatte der Aktionär auch sehr gut geschrieben. Der Widerstand wird größer. Und Großbritannien blockiert jetzt eben auch diese Übernahme und sieht hier eben die nationale Sicherheit auf dem Spiel, eben auch nochmal aus diesen ganzen Gründen. Produkte, die dann eben an Subunternehmer, in dem Sinne natürlich nicht, sondern an andere Hersteller gehen, die Produkte von ARM eben beziehen, beziehungsweise dann auch wieder dieses ganze Thema irgendwie abhören, Software und auch Monopolposition. Und da hat sich dann eben das Digitalministerium geweigert, da ein gutes, ein positives Feedback zu geben und hat jetzt hier eben diesen Deal blockiert.
Und wenn man das eben ja in Gesamtheit eben sieht, sieht man großen, großen Widerstand, nicht nur von Unternehmen und sogar Konkurrenten aus den USA, sondern eben auch von großen Aufsichtsbehörden. Und sollte hier dann eben noch Gegenwind aus weiteren Ländern von Europa kommen, von Deutschland oder auch nochmal von ja größeren Märkten wie, ich sage jetzt einfach nur mal Kanada oder Australien oder sonstige Sachen, dann ist dieser Deal eben Geschichte. Ja, da wird jetzt eben interessant, wie Nvidia darauf reagiert, ob man da irgendwie versucht, sich mit den Parteien irgendwie irgendwelche Sonderlösungen auszudenken. Aber ja, das wird dann eben spannend, wie Nvidia darauf ja, kommentiert bzw. reagiert. Was jetzt schon passiert ist, dass Nvidia die Quartalszahlen bzw. auch diese ganzen Konferenzen, wo man sich eben Journalistenfragen und so weiter stellt, vorgezogen hat. Das heißt, wir hatten normalerweise dieses ganze Spektakel mit Berichten, Ausblicken und so weiter. Am 25.8. gegen Ende des Monats, das wurde jetzt so um eine Woche vorgezogen auf den 18. Und ja, vielleicht möchte man sich ja dazu dann auch schon äußern, sagen, ja, wir legen das auf Eis oder wir machen dann nochmal irgendwelche Pakte, Sonderverträge oder sonstige Sachen, dass sich da keiner auf den Schlips getreten fühlt oder dass jetzt eben hier Konzerne wie Huawei und ZTE eben in Zukunft hundertprozentig beliefert werden. Also man gibt Sicherheiten. Das wird sich dann aber erst in Zukunft zeigen. Generell muss man mal sagen, das Angebot war in dem Sinne gerechtfertigt. Der Preis ist auch gerechtfertigt. Also sollte hier eben dieser Deal nicht zustande kommen, sehe ich hier keine großen Abschläge für Nvidia oder Softbank oder ARM oder sonstige Sachen. Ich denke nur, dass wenn Nvidia diesen Deal eben durchbekommen hätte, würde man für die Zukunft eben nochmal ein deutliches, breit diversifiziertes, gigantisches Powerhouse sein, was dann eben Umsatz und Wachstum und Gewinne eben nochmal vorantreiben könnte. Also ja, immer ein bisschen gesetzt betrachten. Wir müssen gucken, was jetzt da eben die Reaktion drauf ist. Das soll zu dem Thema aber auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.